gewinnen, muss man klar sagen. Aber wir sind damit nur mehr als zufrieden, das muss man klar sagen. Wir sind auch zufrieden mit der Situation, dass wir jetzt 25 Punkte haben. Muss man sagen, das ist eigentlich überragend. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition uns erarbeitet. Wir brauchen jetzt mal noch so 15 Punkte, dass wir nicht absteigen. Aber man muss auch mal erkennen mittlerweile, dass man, so, dass man im Moment, wenn man die Tabelle durchgeht, was an Traditionsvereine hinter uns steht, das ist schon überragend, muss man sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt der Letzte hier auch mal Begriffe hat in der Stadt oder im Umfeld, dass wir hier Fußball spielen. Weil besser wie mir heute Tore rausspielen, das 1-0 war überragend rausgespielt, das vierte Tor, das siehst du in der Bundesliga nicht, das ist ein Tor des Monats, ja, wie der Lina das Tor macht. Und das dritte vom Katria genauso, das hat was mit Fußball zu tun. Und das ist nicht irgendeine Gekrutze, wenn ich mal dann zum Beispiel, muss ich sagen, ich habe mir gestern nur den Luxus erlaubt, ich wollte eigentlich noch Mannheim, da habe ich mal Kaiserslautern angeguckt, die machen das Flutlicht an, da kommen 35.000 Zuschauer. Die haben gestern aber mal richtig gut gespielt, muss ich sagen, weil der neue Trainer ein bisschen Handschrift drin hat. Vorher, das war gekrutzelt, da konntest du gar nicht hingucken, wenn ich als dort war. Ja? Und wenn ich dann sehe, wie mir dann teilweise spiele und mir lungere hier mit 200 Zuschauern rum, dann muss ich sagen, das ist eine Schande. So, und da hoffe ich mal, am Samstag geht Kassel, und da ist halt die Presse gefordert, dass hier mal so gearbeitet wird, dass hier mal 600 Zuschauer kommen, damit die Leute mal sehen, dass hier Fußball gespielt wird, dass das was mit Fußball zu tun hat. Und die Mannschaft hat gesagt, das habe ich aber nicht gesagt, ne? Möchte ich mal klar sagen. Als erstes mal, Marina, soll ich mich bei dir bedanken. Du weißt warum, was du mir die Woche erklärt hast. Und dann habe ich noch was, das will ich nie sagen, weil ich bin nicht arrogant. Ich soll von der Mannschaft aus sagen, wir haben jetzt so viele Traditionsvereine hinter uns. Sie haben nur noch ein Ziel, noch einer hinter uns zu lassen. Danke. Vielen Dank, Peter. Den brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht zu raten, das weiß glaube ich jeder, wer damit gemeint ist, aber das ist soweit ruhig. Die Damen der Presse, erstmal wisst ihr, was ihr zu schreiben habt. Ne? Also am Samstag, wir hoffen auf Zuschauer, ihr seid verantwortlich. Sind sonst Fragen an die beiden Coaches? Also das scheint nicht der Fall sein. Peter hat es gesagt, nächsten Samstag wieder Heimspiel hier, Traditionsverein kommt, ich glaube, wo er auf Vorort kommt, ne? Hessen-Kassel. Und dann ist ein Wochenende Pause, dann ist das nächste Auswärtsspiel, das ist dann auch gleichzeitig schon das letzte Spiel der Vorrunde bei Waldhof Mannheim. Also, ja. Ich hoffe, dass die Presse nicht vergisst, das alles zu schreiben. Herr Danner, Herr Schäfer, wollt ihr was dazu sagen? Nee, das war's. Also, wie gesagt, wir sehen uns alle am Samstag und schauen, es kommen noch ganz viele Zuschauer mehr. Ich habe noch was. Tut mir leid, dass ich mal immer ins Mikro, aber ich muss mal noch hier was klarstellen, und zwar auch an die Presse, weil das ist jetzt auf anderer Stelle schon weitergegangen. Wie ihr ja schon gemerkt habt, haben wir ja seit 3 Wochen noch, also der Robert ist ja dann irgendwann ausgeschieden, wollen wir jetzt mal nicht diskutieren, war aber kein Problem, kein Krach, gar nichts, ja. Und wir haben ja jetzt Manfred Fördner dabei, wie ihr ja gesehen habt, der ist sehr engagiert, der hat da hinten noch die Auswechselspieler sogar warm gemacht, also der ist auch bei uns jetzt so Co-Trainer und für Scouting zuständig, muss ich sagen, war Co-Trainer bei Völklingen, da ist er vor 6 Wochen ausgeschieden, ist seit 3 Wochen bei uns. Und was ich auch noch ganz gerne hätte im Internet, dass man doch mal gewisse Dinge ändern, wie zum Beispiel, dass wir Doktor haben und dass wir jetzt ein zusätzlicher Co-Trainer haben und ein zusätzlicher Physiotherapeut. Also ihr seht, wir haben zwar kein Geld, aber wir entwickeln uns weiter. Jetzt braucht ihr nur noch einen, der die Bänke aufschaut. Normalerweise haben wir keinen so mit, der die Bänke umschmeißt. Also wie gesagt, ich sehe... alles gefasst sein. Also ich hoffe, das werden wir auch noch hinbekommen. Also ich hoffe, wir sehen uns alle am Samstag wieder, dann gegen Hessen-Kassel 14 Uhr. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf damit die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank.